wie gehen wir eigentlich als Muslime mit Weihnachten um? Oder allgemein religiösen Festen von Nicht-Muslimen, Christen, Juden, wie auch immer. Das ist eine sehr wichtige Frage, die uns natürlich gerade als Muslime hier in Europa sehr stark betrifft. Man muss sagen, es gibt hier eine sehr strenge Meinung, welche jegliche Form von Beglückwünschen oder Teilnahme an Festen, auf Arbeit, in der Familie, wie auch immer, komplett verbieten. Und es gibt eine Meinung, ja, die auch sehr weit verbreitet ist unter vielen Gelehrten, gibt es viele Fatwa, welche das differenzierter sieht, die wir gleich eingehen werden, inshallah ta'ala. Und dann gibt es natürlich auch einige Muslime, welche das komplett auf die leichte Schulter nehmen und sogar von sich aus, obwohl es keinen Anlass gibt, Weihnachten feiern. Und wir wollen uns inshallah ta'ala einfach das Ganze mal etwas näher anschauen, weil das ist eine sehr wichtige Frage, die uns jedes Jahr betrifft. Und jedes Jahr wird darüber diskutiert. Wie sollten wir jetzt als Muslime mit dieser Sache und mit dieser wichtigen Frage umgehen? Und zwar, zunächst erst einmal müssen wir natürlich als Muslime sagen, oder müssen wir sagen und festhalten, dass das Feiern von Weihnachten für einen Muslim erst einmal so nicht in Frage kommt. Es ist ein religiöses Fest, mit dem wir als Muslime nichts zu tun haben. Also ich als Muslim feiere kein Weihnachten zu Hause mit meinen Kindern, mit einer Frau. Die einzige Ausnahme wäre vielleicht, wenn ich eine christliche Frau habe, ja, wo ich dann mit ihr interagiere, das ist eine andere Sache. Aber ich rede jetzt grundsätzlich erst einmal darüber, ja, wenn ich zu Hause Muslim bin, meine Frau ist muslimisch, meine Kinder sind muslimisch, ja, wir feiern sicherlich kein Weihnachten miteinander. Weil es sich hierbei um ein nicht-muslimisches Fest handelt, mit dem wir als Muslime nichts zu tun haben. Und dementsprechend sollte ich auch als Muslim darauf Acht geben, dass ich zu Hause bei mir keinen Weihnachtsbaum aufstelle oder jetzt meine Fenster schmücke, weil es dafür keinen Anlass für mich gibt. Und hier gibt es einen sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich, dass ich auch darauf Acht geben muss, die Identität, die muslimische Identität meiner Kinder und meiner Familie zu fördern. Und das kann ich, alhamdulillah, auf sehr leichte Weise, indem ich meinen Kindern einfach eine Alternative biete. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat auch von uns verlangt, in unterschiedlichen Hadithen, dass wir uns in unseren religiösen Traditionen und Eigenheiten auch unterscheiden sollen von den anderen Religionsgemeinschaften. Und hat auch davor gewarnt, dass ich sie imitiere und nachahme. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, man tashabbaha biqawmin fushira ma'ahum. Wer ein anderes Volk, eine andere Gruppe von Menschen, die eine andere Religion haben, imitiert, nachahmt, der wird mit ihnen am jüngsten Tag auferstehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte auch, ihr werdet die Traditionen derjenigen befolgen, die vor euch waren, Handbreite um Handbreite und Armlänge um Armlänge. Selbst wenn sie in das Loch einer Eidechse hineinkriechen würden, ihr würdet hinterher kriechen. Sie fragten die Sahabe, sind das die Juden und Christen und Gesandte Allahs? Und er sagte, wer sonst? Also, dass ich selbst als Muslim Weihnachten feiere, darüber gibt es kein Ikhtilaf. Das ist etwas, was verboten ist. Und das macht auch gar keinen Sinn. Und das führt auch, würde auch dazu führen, dass ich irgendwann einmal meine muslimische Identität verliere. Wenn nicht ich selbst, dann zumindest meine Kinder und dann vielleicht auch meine Enkelkinder. Das ist eine. Aber wie ist es jetzt aber mit der Frage, die Menschen um uns herum, sie feiern Weihnachten. Tamam. Und das ist ihr gutes Recht, Weihnachten zu feiern. Wir haben auch Respekt davor. Wie gehe ich jetzt damit ganz konkret um? Das heißt, darf ich den Menschen, die Weihnachten feiern, den Christen, den Menschen hier in Deutschland, fröhliche Weihnachten wünschen? Schöne Feiertage wünschen? Oder darf ich das nicht? Ja, eine weitere Frage ist, dürfte ich theoretisch an einer Weihnachtsfeier teilnehmen? Auf Arbeit beispielsweise? Oder dürfte ich das nicht? Dürfte ich als Konvertit, der eine nicht-muslimische Familie hat, zu Weihnachten meine Familie besuchen, weil sich die Familiennummer zu Weihnachten trifft oder nicht? Das sind alles wichtige Fragen, über die man sprechen muss. Es gibt jetzt die eine Meinung, die insbesondere auf Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah und Ibn Qayyim zurückgeht, die all dies komplett verbietet. Das heißt, wo man sehr, sehr streng ist.
Und auf diese Meinung stützen sich auch einige der Fatawa, die wir heutzutage haben. Und man muss auch ganz offen sagen, das sind Fatawa, welche auch häufig ins Deutsche übersetzt wurden und welche meistens auch Verbreitung finden im Internet. Ist das aber die einzige Meinung? Oder gibt es diesbezüglich noch eine andere Meinung? Ja, es gibt eine andere Meinung. Wird diese Meinung von vielen Gelehrten vertreten? Ja, sogar von sehr vielen Gelehrten vertreten. Worüber ist man sich aber eigentlich uneins? Ist man sich darüber uneins, dass man Weihnachten oder andere Feste von anderen Religionen zelebriert oder den Glauben, an den sie glauben, wie beispielsweise, dass Jesus der Sohn Gottes ist, bestätigt? Nein, darüber sind sie nicht uneins. Darüber sind sich alle Gelehrten einig, dass so etwas verboten wäre. Das heißt, ich dürfte niemals jemandem sagen, ich finde es gut, dass du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das widerspricht doch ganz klar meiner Vorstellung von Tauhid. Dann würde ich mir ja selbst widersprechen. Dann würde ich ja meinem eigenen Glaubensbekenntnis widersprechen. Darum geht es doch überhaupt nicht. Sondern es geht vielmehr um die Frage, sind bestimmte Worte, die ich sage, oder die Teilnahme und Partizipation an einer bestimmten Veranstaltung eine Bestätigung ihres Glaubens und ihrer Glaubensvorstellung oder nicht? Das ist die wichtige Frage, um die es geht. Es geht nicht um die Frage, darf ich ihren Glauben bestätigen? Natürlich darf ich das nicht. Und in diesem Fall sind wir auch uns alle einig. Und darüber streitet auch keiner. Sondern es geht nur um die Frage, wenn ich jetzt jemanden beglückwünsche zu Weihnachten, und ich sage, ich wünsche dir eine schöne Feiertage, fröhliche Feiertage. Ist das eine Bestätigung seines Glaubens oder nicht? Das ist die Frage, um die es geht. Und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen auf diese Sache. Die einen sagen, ja, das ist eine Form von Bestätigung. Und sie kommen dann mit Beispielen wie, würdest du jemanden auch beglückwünschen, wenn er Zina begeht? So kommt dann, das ist ein Argument, könnte man darüber sich natürlich Gedanken machen. Und ich sage, ja, würde ich teilweise, es kommt auch an. Wenn beispielsweise ein Nicht-Muslim mit einer Freundin hat und sie bekommen ein Kind, würde ich ihm beglückwünschen, wenn es mein Kollege ist, ich würde ihm beglückwünschen, ja. Obwohl sie Sinn machen, sie leben im Haram, aus meiner Perspektive leben sie im Haram. Aber ich würde ihn trotzdem beglückwünschen, kein Problem damit. Gut. Eine Christin und ein Christ heiraten in der Kirche. Tamam? Die Ehe im Christentum, was hat sie für eine Stellung? Ist sie einfach nur ein Vertrag oder ist sie mehr als ein Vertrag? Meine Frage an euch. Ein Sakrament. Was heißt denn ein Sakrament? Etwas Heiliges. Es ist genau wie die Taufe. Es ist genau wie die Taufe. Das heißt, wenn ich meinem christlichen Freund sage, herzlichen Glückwunsch zur Ehe oder zur Trauung, dann beglückwünsche ich ihn im Grunde genommen für etwas, was in seiner Religion heilig ist und was der Taufe gleichkommt. Also was dem gleichkommt, ein Christ zu werden. Ja, dann müsste das ja auch verboten sein. Taib. Ein anderes Beispiel. Ich darf als Muslim eine christliche Frau heiraten. Ist doch erlaubt, oder? Tamam. Als muslimischer Ehemann, der eine christliche Frau hat, darf ich ihr verweigern, ihre Religion zu praktizieren? Darf ich nicht. Muss ich sie vielmehr unterstützen in der Ausübung ihres Glaubens? Ja. Wenn sie in die Kirche möchte und sie nicht zur Kirche kommt, außer dass ich sie begleite. Muss ich sie begleiten und zur Kirche fahren? Ja. Sagen die Fuqaha, ist das nicht eine Form von Bestätigung ihres Glaubens? Es ist eine Form von Bestätigung ihres Glaubens. Aber mit welcher Absicht mache ich das? Mache ich das, weil ich das gut finde, dass sie glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Oder mache ich das, weil es meine Ehefrau ist und als Ehemann es meine Pflicht ist, auch ihre Religion zu respektieren und zu tolerieren und sie dabei zu unterstützen, die Religion auszuüben. Guck mal, der Unterschied in der Absicht. Ganz, ganz wichtig. Der Unterschied liegt worin? Er liegt in der Absicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Weil hier sehen wir, es gibt also immer wieder Situationen, wo ich einem Christen oder einem Juden oder auch jemanden, der eine ganz andere Religion hat, dabei unterstütze, seine Religion zu praktizieren, ohne dass ich damit beabsichtige, dass ich das gut finde, was er macht. Ein anderes Beispiel. Zur Zeit unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kommt eine Gruppe von Christen aus Najran in die Moschee. Sie lehnen den Propheten ab und beten in der Moschee. Diese Überlieferung ist bei Ibn Ishaq. Sie ist abgestimmt, das heißt, sie geht nicht auf einen Sahabi zurück.
Aber, und das ist das Wichtige, es gibt niemanden, ja, der sich über diese Überlieferung aufgeregt hat oder irgendetwas darüber gesagt hat. Erst heutzutage kommt man und findet das merkwürdig. Keiner hat sich darüber aufgeregt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird mehrfach überliefert, ja, er lässt Menschen, die nicht ihn als Propheten akzeptieren, ihr christliches Gebet in seiner Moschee verrichten. Ist das nicht auch eine Form von Bestätigung? Und sogar vom Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst? Und daran erkennen wir, es kommt immer auf die Absicht an. Warum mache ich das? Wenn ich jemandem sage, ich wünsche schöne Feiertage, heißt es dann automatisch, ich finde es gut, dass du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Überhaupt nicht. Ich mache das aus Höflichkeit, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist das, worum es geht. Der Ikhtilaf, also die Meinungsverschiedenheit, besteht nicht darin, ob ich jemanden in seinem Irrglauben bestätigen darf. Darüber sind sich alle einig, dass es nicht möglich ist. Sondern der Ikhtilaf besteht darin, sind bestimmte Gesten, die von mir ausgehen, eine Bestätigung dieser Person in ihrem Irrglauben oder nicht? Und darüber kann man diskutieren. Darüber kann man diskutieren. Es kann jemand geben, der sagt, ich sehe das so. Ist okay, ich respektiere das. Es geht nicht darum, die andere Meinung schlecht zu gehen. Aber gleichzeitig verlange ich auch von denjenigen, die andere Meinung haben, zu respektieren, dass ich es anders sehe. Und hier gibt es eine ganz wichtige Eier, auf die sich die Gelehrten stützen, die sagen, man kann auch Christen zu Weihnachten beglückwünschen. Und zwar die Eier in Surat al-Mumtahana, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah verbietet euch nicht, mit jenen zu verkehren, welche euch nicht in eurem Glauben bekämpfen und euch nicht aus euren Wohnstätten vertreiben, auf dass ihr ihnen gegenüber Güte zeigt und gerecht seid. Wahrlich, Allah Ta'ala, er liebt die Gerechten. Und die Gelehrten, die gesagt haben, man kann diese Leute auch beglückwünschen, diese Menschen, sie stützen sich darauf und sagen, das ist eine Form von Höflichkeit, Güte im Umgang miteinander, nicht mehr und nicht weniger. Das sind Etiketten im Alltag, nicht mehr und nicht weniger. Ja? Ich zeige einfach damit, dass ich Respekt habe vor ihm als Mensch, nicht mehr und nicht weniger. Ich finde es weder gut, dass er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ja? Noch findet er das gut, dass ich Jesus ablehne als Sohn Gottes. Aber wir respektieren uns gegenseitig als Menschen. Und das ist es, worauf es ankommt. Gut, sind das einfach nur meine Worte? Oder gibt es hierfür klare Aussagen auch von Gelehrten? Ja, ja, es gibt klare Aussagen auch von Gelehrten diesbezüglich. Ja? Und ich möchte jetzt nicht alles hier erzählen, damit es auch wirklich nur eine kurze Angelegenheit ist. Aber ich möchte nur hier ein, zwei Sachen erwähnen und dann noch kurz erwähnen, welche Gelehrten eigentlich diese Auffassung hatten oder haben, dass man auch Nicht-Muslimen zu ihren Festen beglückwünschen darf. Und zwar, zunächst erst einmal gibt es eine sehr interessante Überlieferung, ja, die auf Imam Ahmed zurückgeht, ja, wo er gefragt wurde über einige christliche Feste in Ash-Sham in Syrien, wie Tur Yanur und Dir Ayyub, an denen auch Muslime teilnehmen, und zwar indem sie nämlich auf den Märkten sind und dort dann ihre Kühe und ihre Schafe und Mehl und Weizen verkaufen und andere Dinge. Aber sie beschränken das nur auf die Märkte und gehen nicht in die Kirchen. Woraufhin Imam Ahmed ibn Hanbal dann gesagt hat, فَلَا بَأْس, solange sie nicht in die Kirche gehen. Also, hier wird ganz klar unterschieden zwischen dem Ritus, dass ich in die Kirche gehe und Weihnachten feiere, worüber wir uns einig sind. Das darf ich als Muslim natürlich nicht machen. Ich darf nicht sozusagen in die Kirche gehen und Weihnachten mitfeiern. Das wollen die Christen auch gar nicht. Unabhängig davon, kein Christ, ja, würde sich darüber freuen, dass ich jetzt sozusagen in die Kirche gehe und dann irgendwie Weihnachten mitfeiern. Die würden sagen, was machst du denn hier? Ja? Ist ja auch logisch. Lakum dinukum waliya din. Ihr habt eure Religion und wir haben unsere Religion. Aber wir respektieren uns trotz alledem gegenseitig. Und dementsprechend, wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen den Bräuchen in der Öffentlichkeit, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Ja, und da dürfen nicht vergessen, das ist eine rein muslimische Gesellschaft gewesen, wo die Muslime in der Überzahl waren. Ein muslimisches Land, und wir reden hier von einem christlichen Land. Ja, und wir müssen unterscheiden zwischen den rituellen Handlungen, die dann in der Kirche oder in der Synagoge oder wo auch immer praktiziert werden. Ja, daran darf ich mich als Muslim natürlich nicht beteiligen. Aber wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, ja, oder ich weiß nicht, ich bin einfach nur mal in dieser Kultur und es ist überall um mich herum Weihnachten. Und da sagt die Kassiererin an der Kasse zu mir, frohe Weihnachten. Und ich sage mir einfach, ja, ich wünsche Ihnen auch schöne Feiertage. Was soll daran verboten sein? Zumal viele der Menschen heutzutage mit Weihnachten überhaupt nicht mehr
das Christliche, die Geburt Jesus Christi damit verbinden. Viele wissen nicht mal, warum sie Weihnachten feiern. Sie machen das einfach nur, weil es Tradition ist. Viele glauben nicht mal an das Christentum. Und das müssen wir alles berücksichtigen. Das heißt, kurz zusammengefasst, ja, und ich habe hier noch eine Überlieferung, die sehr interessant ist, ja, und zwar von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda, und zwar wird überliefert von Ismail ibn Hammad ibn Abi Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, ja, dass al-Nu'man ibn Mizban, es ist der sozusagen Großvater von Abu Hanifa, Ali ibn Abi Talib zu dem Nairus-Fest, das ist das, Nairus ist das Neujahrsfest, was damals auch in Persien gefeiert wurde bis in unsere heutigen Zeit, ein Faluzaj geschenkt hat. Faluzaj ist eine Süßigkeit, die man an diesem Tag sich gegenseitig geschenkt hat. Und da meinte Ali ibn Abi Talib, Naurizuna kulle yawm. Es wäre schön, wenn ihr uns jeden Tag sozusagen so ein Nairus-Geschenk machen würdet. Ja, das heißt, Ali ibn Abi Talib, ja, er hat überhaupt nichts dagegen, ja, diese kulturellen Angelegenheiten auch zu akzeptieren und sogar ein Geschenk zu akzeptieren, ja, zu diesem Anlass, obwohl wir Muslime das überhaupt nicht feiern. Ja, und das nochmal abschließend, insha'Allah ta'ala, zeigt uns, ja, dass es über diese Sache durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt. Man sich gegenseitig respektieren muss. Kommen wir abschließend nur zu den Gelehrten, ja, und zwar gibt es sehr, sehr viele Fatwa diesbezüglich. Und auch Aussagen von Gelehrten innerhalb der vier Rechtsschulen, die ich jetzt nicht alle aufgelistet habe. Aber es gibt unter den neueren Fatwa sehr viele Fatwa. Wir haben die Fatwa vom Europäischen Rat für Fatwa und Studien. Ja? Wir haben die sozusagen das erlaubt. Wir haben Fatwa von vielen Gelehrten aus unterschiedlichen Schulen, wie die Fatwa von Abdullah ibn Zayd al-Mahmud, ist ein sehr bekannter qataritischer Gelehrter der hanbalitischen Rechtsschule gewesen war. Wir haben die Fatwa von Mustafa al-Zarqa, der ehemalige Mufti von Syrien. Wir haben noch viele, die Fatwa von Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Wir haben also wirklich etliche Fatwa, ja, diesbezüglich, also es gibt da sehr, sehr viele Namen, die ich jetzt nicht alle hier im Kopf habe, welche sagen, dass es nicht verboten ist, zu solchen Anlässen dann auch Nicht-Muslime zu beglückwünschen. Was uns aufzeigt, es gibt Ikhtilaf über diese Sache und wir sollten in dieser Angelegenheit nicht so streng sein. Gerade wenn es um den Alltag geht und schon gar nicht, wenn es um Geschwister geht, welche nicht-muslimische Familie haben. Da sollten wir noch mal ganz anders mit umgehen. Ja? Weil viele fragen mich, ja, darf ich denn eigentlich zu Weihnachten dann, wenn die gesamte Familie zusammenkommt, mich daran beteiligen? Grundsätzlich, ja, muss man hier immer abwägen. Ja. Und da es sich bei diesem Weihnachtsfest in der Regel zu Hause um eine kulturelle Angelegenheit handelt, wo man wirklich nur zusammenkommt als Familie, nicht mehr und nicht weniger, ja, könnte man dann für sich abwägen, okay, ich meine, grundsätzlich möchte ich als Muslim kein Weihnachten feiern. Aber um die Familie zusammenzuhalten, um sie nicht zu spalten, um ein größeres Übel zu verhindern, kann ich dann natürlich auch daran teilnehmen. Kann ich auch Geschenke empfangen? Ich kann auch Geschenke empfangen. Darf ich dann auch als Ausgleich dafür Geschenke geben, weil sie mich beschenken, kann ich auch machen. Es gibt ganz klare Vertrauen diesbezüglich. Ja? Und das muss ich wissen. Warum? Weil ich sonst nämlich sehr viele Probleme auch bei Leuten hervorrufe, ja? Die dann auch wirklich abgespalten sind von ihren Familien. Und ich habe viele Geschwister, die jahrelang keinen Kontakt zu ihrer Familie hatten, genau wegen solcher Sachen. Weil sie nicht wussten, wie man dann auch mit solchen Situationen umgehen kann. Das kurz dazu, ich weiß nicht kurz gewesen, aber trotzdem, ja, kurz dazu, inshallah ta'ala, ja, und inshallah ta'ala konnte ich die Frage damit auch beantworten. Allahu ta'ala, ala wa'ala. Man könnte noch viel mehr sagen, aber ich habe es jetzt erstmal dabei belassen, inshallah.